einem militärischen Eigensinn, aus einem militärischen Notwendigkeiten, nämlich militärischen Notwendigkeiten dahingehend nicht irgendwelche Heldentaten oder wie andere Generale zu ihren Verabschiedungen halt auf dem Pferd zu kommen und dann irgendwelche großen Reden zu schwingen. Wie kann ich militärisches Handeln heute begründen aus einem Eigensinn, der sich auf die Gesellschaft bezieht, auf die Verfassung bezieht, und das ist eine Tradition, und darin dann einordnen, das ist dann jetzt ganz praktisch, was verlange ich von Frauen und Männern, die bereit sein sollen, ihr Leben einzusetzen. Und das kann ich runterbrechen. Und das geht nicht, wie das der Inspekteur der Marine meint, indem ich begründe, die Marine gibt es, damit wir Benzin, Handys und Bananen haben. Ja, das ist so eine Idee, wie man das nach außen kommuniziert, sondern beispielsweise, weil man Handel zwischen Menschen ermöglicht, weil das ein Zeichen von Qualität ist, freien Welthandel tatsächlich zu schützen. Das passiert aber nicht, und wenn die oberste militärische Führung der Bundeswehr nicht in der Lage ist, sich intellektuell auf einem Niveau mit ihrem Tun auseinanderzusetzen, das quasi dem aktuellen Diskurs entspricht, in den Wissenschaften, in der Politik, und nicht in der Lage ist, das so runterzubrechen, dass ein Mannschaftssoldat, ein Unteroffizier, ein Feldwebel, ein Offizier in der Lage ist, sich dazu in Bezug zu setzen. Dann habe ich junge Offiziere, die sich irgendwelchen, sozusagen, die so zwischen Game of Thrones und US Marines Werbung und Reden von General Trull unglaublich rückwärtsgewandt denken, ach, das war doch eine schöne Tradition. Und da waren wir noch Helden. Und diesen Kampf will ich nicht aufgeben, sondern ich will einen Weg finden zwischen Hollywood, der Hollywood-Inszenierung der US-Streitkräfte, und einem kritischen Staatsbürger, der sich sehr bewusst darüber ist, was von ihm verlangt wird. Dafür eine Plattform zu schaffen, um Anerkennung für Soldaten und Soldatinnen zu bewirken. Und das ist eine Aufgabe. Die wird kein Weißbuch lösen, ja, die werden keine Werbespots lösen, sondern das wird nur im Diskurs gehen und es wird nicht von heute auf morgen gehen. Und wenn die Politik sich diesem Diskurs verweigert, wenn sich die Generalität diesem Diskurs verweigert und auch sozusagen nicht öffentlich auftritt, ja, also weiß nicht, ob sie mal in eine Talkshow eingeladen wurden oder nicht, oder sich da wehren würden, hätte sie nach ihrer Rede dafür durchaus für tauglich gehalten, dass das sehr unterhaltsam sein würde, also auch diesen Logiken zu entsprechen. Solange das nicht systematisch ist, sozusagen erwarte ich sozusagen quasi eine Art militärischen Ungehorsam, dass man sagt, wir treiben das jetzt mal voran. Und ich verstehe aber auch jeden, der sagt, ich möchte, dass vielleicht mein Bild nicht in so einem Buchband ist, weil tatsächlich als General abzuwägen, ob ich weiter meinen Dienst tue oder die Entlassungsurkunde des Ministers oder Ministerin erhalte, da ist das vielleicht schon ein bisschen pragmatisch. Aber deshalb finde ich es gut, wenn wir das vielleicht von hier treiben können. Herr General. Ich will ja gar nicht viel sagen, aber es ist ja gerade die Generalität angesprochen worden. Herr Stoltenloh, wenn Sie mir Einladungen verschaffen, in welche Talkshow oder welches Interview auch immer ich komme, das sage ich Ihnen und ich werde nicht der Einzige sein. Also nur um das mal klarzustellen, ich verdiene nicht kein Geld mit der Beratung der Bundeswehr und in der Tat, nee, das wird nicht werden, das ist eine Grundsatzentscheidung, weil sonst müsste ich mein loses Mundwerk halten und dürfte nicht mehr bloggen. Aber alles, was ich quasi im Kontext der Bundeswehr verdiene, beispielsweise durch Buchbeiträge oder Auftritte oder sonst irgendwas, das habe ich mir zu eigen gemacht und spende ich quasi Veteranenverbänden oder anderen Buchprojekten. Björn und Marcel wissen das schon, da kommt dann quasi kommen da irgendwie 100 Euro zusammen, die ich für einen Vortrag gehalte und weil die Staatskasse mich nicht direkt bezahlt, finden wir halt einen Trick und einen Weg in die Bundeswehrverwaltung, so quasi ihre Kritiker selbst zu bezahlen. Das freut mich ein bisschen. Einen Reflex habe ich doch noch, obwohl ich das nicht wollte, aber weil ich jetzt mittelbar eben halt zweimal auch direkt angesprochen wurde. Ich will noch einen Punkt dazufügen, um deutlich zu machen, was Sie eigentlich gerade haben anklingen lassen, so in die Richtung, naja, kann man da was sagen, kann man da nichts sagen. Wir brauchen ja nicht nur Fehlertoleranz, wir brauchen die Kultur der Offenheit.
Wenn wir als Institution Bundeswehr nicht in der Lage wären, klar und offen unsere Meinung zu sagen, das schließt ein bisschen an das, was den Mut, den der Kamerad Bonert vorhin genannt hat und auch zitiert hat, den Inspekteur des Heeres. Ich finde es eigentlich oder fände es ziemlich armselig, wenn wir einen Mut brauchen, um unsere Meinung offen zu sagen. Wir leben von der Kultur der Offenheit. Nicht nur in einem wissenschaftlichen Umfeld, nenne ich mal so, wie an den Universitäten der Bundeswehr. Wir brauchen diesen Diskurs zwischen uns. Und wir können ihn genauso gut nach draußen raustragen. Das trägt eine starke Einrichtung. Und die Bundeswehr ist eine starke Institution. Gut. Gut, vielen Dank, Herr General. Sie haben mir damit quasi den nächsten Schritt bereits vorweggenommen. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen jetzt die Möglichkeit geben, Ihre Fragen oder Impulse an das Plenum zu wenden, um somit noch weitere Aspekte zu betrachten. Bitte. Ja, vielen Dank. Ich halte das, was der General zuletzt gesagt hat, und ich sage das als einer, der seit 21 Jahren pensioniert ist, guten Tag, Herr General, und der 1956 in diese Armee eingetreten ist und von daher natürlich die Erfahrungen des Podiums überhaupt nicht hat und viele, die hier in diesem Raum sind. Ich halte das für ein Postulat, was mit der Realität nur bedingt etwas zu tun hat, General. Herr General. Wir haben das Jahrzehnte vor uns hergetragen, dass wir jederzeit mit unserer sehr starken Position hineingehen können in die Öffentlichkeit. Aber diese Armee ist nicht erzogen worden, weder damals, und das sage ich jetzt aus meinem heutigen Sichtwinkel, der natürlich sehr begrenzt ist und eingeschränkt ist. Ihre Blogs höre ich oder lese ich nicht. Das ist die andere Seite der Medaille. Das ist der Nachteil eines großen Teils meiner Generation. Aber von meiner Beobachtung her ist bei allen postulierten Worten, wo Sie sagen, wir müssen in die Öffentlichkeit, wir können, wir haben eine starke Position. Diese Armee ist dazu in meiner Zeit und nach meiner sehr intensiven Beobachtung heute nicht erzogen. Erziehen tun uns die, die ganz oben sind, abgesehen von jedem Einzelnen, der die Eigenverantwortung hat. Aber wir sind ja bei dieser Frage Soldat und Politik oder Offizier oder Soldat und Politik. Und Herr Naumann, das, was Sie sagen, dieses ist ein eminent politischer Beruf, das unterstreiche ich sofort. Und ich habe es Ende der 50er Jahre, glaube ich, zum ersten Mal vom Graf Baudissin gehört. Es ist seine Forderung, dieses ist ein eminent politischer Beruf, aber wir sind nie dahin erzogen, aufgefordert, ermuntert und ermahnt worden, es zu riskieren, hinauszugehen in die Öffentlichkeit. Und wenn ich heute einfach mal die Frage schon hier stellen würde, wer kennt den Generalinspekteur spontan beim Namen, dann riskiere ich einfach zu sagen, viele würden ihn nicht einmal nennen. Wer kennt denn die Inspekteure des Heeres oder der verschiedenen Streitkräfte bei Namen? Wir sind nicht präsent und ich sage das als jemand, der sehr intensiv das, was ich wahrnehmen kann, in der Öffentlichkeit betrachtet. Wir haben einen General A.D. Kujat, der in verschiedensten Veranstaltungen auftritt, der ist das Gesicht der Bundeswehr der ehemaligen und wir haben heute, und diese erreicht nur einen sehr geringen Teil, die Zeitschrift Loyal, die seit einem Jahr, und ich bin nicht Angehöriger der Redaktion und stehe ihr auch persönlich überhaupt nicht nahe, die plötzlich beginnt seit einem Jahr massiv die heißen Themen in einer bisher von uns nie erlebten Direktheit anzusprechen. Und wenn Sie die letzte Ausgabe von Loyal lesen, dann ist, seliger heißt, glaube ich, der Chefredakteur, ein harter Appell an die Generalität, endlich ihrer Verpflichtung nachzukommen und diese Armee in der Öffentlichkeit streitbar zu vertreten. Und ich sage noch einmal, ich kenne Generalität dort oben nur als die willigen, loyalen Gefolgsleute ihrer Minister. Und wenn wir von dem eminent politischen Beruf Soldat sein sprechen, dann leiten wir es ja nicht davon ab, dass wir dicht an der Politik in dem Sinne sind, sondern wir leiten es ab, weil dieses ein nicht vergleichbarer Beruf ist, den wir haben. Er ist ein Beruf unter hunderten anderen, aber er ist in seiner Konsequenz, in der Forderung, einmal daran, dass er sich vertrauensvoll
den Entscheidungsprozessen des demokratischen Staates unterstellt und sich in einen Krieg auf Leben und Tod schicken lässt, ohne gefragt zu werden, ob er das will. Und was noch dazu kommt für uns Offiziere, dass er von seinen Untergebenen die Gefolgschaft verlangt und sie hineinführt in diesen Krieg, den er selber vielleicht sogar gar nicht gewollt hat. Es ist ein nicht vergleichbarer Beruf. Und da ist die Frage, ob in einem demokratischen System, wie wir es sind, in einem demokratischen Rechtsstaat, es einfach konsequent ist, dass es ein eminent politischer Beruf ist und wir deswegen nicht nur vor die Front unserer Soldaten treten müssen. Das ist bequem, das ist doch kein Problem, da haben wir unseren Zuspruch, da sind wir Vorgesetzte, da wird uns niemand widersprechen. Nein, hinauszugehen und darum zu kämpfen, um die Anerkennung. Letztes Wort, Mitte der Gesellschaft fiel heute. Wir sind nie Mitte der Gesellschaft gewesen. Wir kommen auch nicht in die Mitte der Gesellschaft. Ein so exponierter, außerordentlicher Beruf kann nicht Mitte der Gesellschaft sein. Er steht, und ich glaube, Herr Stoltenberg, Sie sagten das, natürlich in einer notwendigen, intensiven Kritik dieser Gesellschaft, nicht nur aus unserer Vergangenheit, sondern daraus, dass wir junge Menschen in einen Krieg führen. Also muss das sehr kritisch, sehr sorgfältig begleitet werden. Und auch das gehört zu der Erziehung für unsere Offiziere, dass wir uns daran gewöhnen, dass es selbstverständlich ist, dass wir in der Kritik der Gesellschaft stehen, mehr als jeder andere Beruf auch. Auch das ist in all diesen Jahren meines Erachtens versäumt worden. Wir haben in der Kaffeerunde gesessen und geklagt über die mangelnde Anerkennung in der Öffentlichkeit. Aber wir haben nicht gekämpft draußen, weil wir wussten, dass unsere Argumente stark waren und wir bereit waren, sie nach draußen auch gegen pfeifende und johlende Studenten und andere zu vertreten. Ich bin Jugendoffizier der Gewichtsdivision eine Reihe von Jahren gewesen. Ich wurde immer empfangen, pfeifend. Aber ich wusste genau und konnte es nur gelassen mir anhören. Beleidigt hat mich das nie. Ich bin fast immer, wenn ich nicht einen schlechten Tag hatte, als Sieger herausgegangen, weil unsere Argumente so stark sind. Stimmen dazu? Herr General? Achso. Ich, Kapitänleutnant Schreiber, mein Name, also Kapitänleutnant der Reserve, um ehrlich zu sein. Sascha, du hast es so schön angesprochen, Clausewitz brauchen wir heutzutage nicht. Dem möchte ich ein kleines bisschen vielleicht widersprechen, da vielleicht auch die Frage an den Historiker in der Runde dazu geben. Das war nur das Anspruchsniveau. Ich gebe mich schon für den Anfang mit weniger zufrieden. Herr Nachtwey, Ihnen habe ich die Frage schon mal gestellt in der Veranstaltung dieses Jahr hier. Vielleicht erinnern Sie sich, Clausewitz ist in meinen Augen nicht zeitlos. Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Das ist mir manchmal nicht mehr so bewusst, dass den Leuten, die darüber abstimmen, Thema Parlamentsarmee, das mit abstimmen, Zweck-Ziel-Mittel-Relation, die er formuliert hat, ist auch nicht wirklich bekannt. Und da schließe ich direkt die Frage an, was muss man tun aus der Geschichte heraus, weswegen ich im Übrigen widerspreche, dass Soldatenberuf ein politischer Beruf ist. Der Soldatenberuf ist nur sehr nah an der Politik dran. Das würde ich daraus machen. Was ist zu tun, um vielleicht auch mal in der Politik wieder reinzubringen, dass die Zweck-Ziel-Mittel-Relation und auch die Kenntnis, dass Krieg immer etwas mit Politik zu tun hat, dass man auch offen der Bevölkerung das sagt, dass man ganz offen sagt, warum gehen wir irgendwo hin und nicht mit dieser Blauäugigkeit, wie Herr Nachtwey es dankenswerterweise angesprochen hat, tut. Was muss getan werden, ganz explizit von der Politik auch mal? Vielleicht ein Hinweis, Wald der Erinnerung, abgeschirmt, nicht mitten in Berlin, sondern in Potsdam. Vielen Dank. Herr Nachtwey. Um mit dem Letzten anzufangen, mit dem Wald der Erinnerung, der übrigens, wenn man da genauer durchgeht, wenn man die Jahreszahlen sieht und wenn man die Namen da sieht, auch daraus kann man schon einiges an Tradition entwickeln. Und ich war selbst bei der Einweihung dabei. Und ich meine, dass es ist geografisch abgelegen, aber ansonsten ein sehr gelungener und würdiger Erinnerungsort. Es geht zurück auf die Initiative von Hinterbliebenen. Und dort sind zusammengeführt die verschiedenen Ehrenhaine und anschließend auch noch ein sogenannter Friedwald. Und wo Angehörige dann Plaketten von ihren toten Gefallenen dran befestigt haben. Und so eine Art von Erinnerungsort, der sehr persönlich ist, wäre im Trubel von Berlin-Mitte
deplatziert, muss ich also eindeutig sagen. Und er soll ja ausdrücklich nicht einen zentralen Erinnerungsort wirklich im Umfeld von Bundestag, Bundeskanzleramt also ersetzen, sondern hat also eben wirklich eine andere Funktion. Und dann aber eben jetzt zu Ihrer eigentlichen Frage, was muss da von der Politik geschehen? Gut, einmal ist es so, auch meine langjährige Beobachtung, dass also eben vieles von dem, erstens, dass also die Mandate, die Mandatstexte in der Regel in der breiten Bevölkerung und auch bei vielen Soldaten und Offizieren gar nicht wahrgenommen werden, sondern beim Afghanistan-Einsatz zum Beispiel wird also eben sozusagen das öffentliche Narrativ wird dann also eben als Auftrag genommen und nicht das also eben zum Beispiel, was ursprünglich im UN-Mandat drin stand. Also das ist also eben schon, da gibt's auch sozusagen eine Sorgfaltspflicht auf allen Seiten. Das ist das eine. Dann zweitens, bei etlichen Debatten hat es, also die erste Lesung, zweite Lesung in den Ausschüssen, gut, das kriegt die Öffentlichkeit nicht mit, aber da werden solche Einsätze mit ihren Risiken, mit ihrem Auftrag und so weiter, mit ihren Möglichkeiten ziemlich stark und auch ja, in der Regel differenziert also hin und her gewendet. Nur, wenn das natürlich 2 Stunden, 3 Stunden Debatte sind, dann gucken da relativ wenige zu. Das heißt also eben in der Masse an Bundestagsdebatten geht das dann also auch oft runter. Und was also eben dann also auf die Dauer nicht also eben sozusagen funktioniert hat oder was nicht hinbekommen wurde, diese Botschaften sozusagen konzentrierter und einheitlicher überzubringen. Und dann aber eben ist das Entscheidende so wirklich das, was Herr Naumann auch angesprochen hat, dass nämlich eine regelmäßige Wirksamkeitsorientierung und Wirksamkeitsüberprüfung, dass dieses nicht durchgeführt wurde. Wir haben jetzt mehr als 20 Jahre Erfahrungen mit Beteiligung an internationalen Kriseneinsätzen. Wir haben insgesamt diese Erfahrungen nicht systematisch unabhängig ausgewertet. Es gibt da viel einzelnes Schrifttum, da ist auch einiges ergiebig von, aber insgesamt nicht. Das heißt also eben, es wurde eben grob fahrlässig unterlassen, auch darzustellen, was man, und das wäre so unheimlich wichtig, für die Wahrnehmung von Streitkräften in der Öffentlichkeit, in der Bevölkerung, genauer zu untersuchen, was kann man bei solcher Art von Kriseneinsätzen heutzutage mit Militär erreichen, was nicht, was braucht man sonst noch dazu? Und dann würde nämlich also auch zum Beispiel auffallen, was also eben das Problem mit der unzureichenden Anerkennung von Streitkräfteeinsatz in der Öffentlichkeit noch viel größer macht, dass nämlich die anderen Anteile oder die Anteile der anderen Akteure im vernetzten Ansatz noch viel, viel weniger wahrgenommen werden als alles, was die Soldaten machen, was die Polizisten machen, wo wir insgesamt immerhin 9.000 im Einsatz hatten, kaum bekannt. Bei den Entwicklungshelfern ist er auch kaum bekannt. Also es ist also eben sozusagen über die Nichtwahrnehmung von Streitkräften hinaus eine Nichtwahrnehmung dieser ganzen Aktivitäten. Und da ist also eben der Punkt, der Knackpunkt wirklich, dass wir da bisher keine ressortübergreifende strategische Kommunikation haben. Damit wäre das möglich überzubringen. Die Zweck-Ziel-Mittel-Frage war ja noch ein bisschen direkter sozusagen Clausewitz-Frage. Ich würde das heute im Anschluss an die englische Diskussion strategischer Dialog nennen. Also die Politik muss einen in dem gesamten Strategiezyklus von Anfang bis Ende einen strategischen Dialog führen. Das begegnet sich mit der Frage der strategischen Kommunikation, meint jetzt aber die Innenakteure, also das politisch-militärische beziehungsweise andere Akteure, die da mit reingehören, geschehen, indem strategische Prozesse entwickelt, gesteuert und nachgesteuert werden. Das ist aber ein ganz wunder Punkt, denn Strategiefragen sind übersetzt in der Umsetzung Machtfragen. Wer darf über Strategie mitreden?
Es geht um die Verteilung von Machtressourcen. Es geht um die Rivalitäten zwischen Auswärtigem Amt und Verteidigungsministerium unter anderem. Es geht aber auch um die Rivalität zwischen Militär und zivilen Kräften und so weiter. Also es ist ein hochmachtbesetzter Komplex, der vernünftig gesteuert werden muss. Das ist jetzt die Frage, dass dieses Steuerungsvermögen bisher nicht sehr gut entwickelt ist. Der Comprehensive Approach steht auf dem Papier, er wird nachgebessert, er entwickelt sich, er hat sich unter den Afghanistan-Erfahrungen erheblich entwickelt. Er steht im neuen Koalitionsvertrag drin, dass das Zusammenwirken der Regierungsinstitutionen verbessert werden soll. Und da gibt es einigen Spillover in die Ministerien und so weiter. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass es sich um einen, wie es so schön heißt, ganzheitlichen oder gesamtstaatlichen Prozess handelt, der auf den Vorsatzblättern der Hochglanzbroschüren so angekündigt wird. Vielleicht ist das aber Absicht. Also, es gibt ein Zitat eines Professors an der Zeppelin-Universität, Dirk Becker, der sagt, wir handeln intelligenter, als wir reden. Die Nicht-Strategie ist die Strategie, wäre meine Hypothese. Und strategische Fragen diskutiere ich nicht, sondern ich handle strategisch und ich hoffe darauf, dass sich diese Strategie der Beobachtung so weit entzieht, damit ich diese Machtfragen regeln kann. Und eine Strategie, mittlerweile denkt ja jeder, ich mache ein Plakat, ich brauche da eine Strategie für. Nee, brauche ich nicht. Für ein Plakat brauche ich keine Strategie. Eine Strategie brauche ich, wenn ich Ziele habe, die ich nicht alle erreichen kann und die sich sozusagen gegenseitig noch widersprechen. Und dann kommen wir an den Punkt, Björn, dass Sicherheitspolitik und Außenpolitik über lange Jahre nicht Gegenstand des politischen Diskurses in Deutschland waren. Das heißt, ich gewinne da keinen Blumentopf, interessiert keine Sau, gewinnt mir keine Wahl. Ich hau lieber auf die Linken drauf oder die Rechten oder die. Geht einfacher, sozusagen, bringt mir mehr. Und das heißt, das, was man tun kann innerhalb des Militärs, ist eine Form der Selbstermächtigung, einer kommunikativen Selbstermächtigung. Die Menschen, das sind ihre Geschichte, man kann sich selbst zum Autor seiner Geschichte machen. Man darf aber nicht erwarten, dass das Publikum nur, weil man das tut, augenblicklich zuhört. Und insofern, so wie wir hier sitzen und darüber diskutieren, dienen wir vielleicht einem gemeinsamen Zweck, von dem wir nicht notwendigerweise alle was haben werden, sondern die einen scheitern daran, weil es ihnen zu langsam geht, sie kriegen keine Anerkennung. Und ich glaube, das ist nur eine Hypothese. Ich kann das nicht. Ich war zwar im Auslandseinsatz und habe Dinge gemacht, bei denen anderen sagen, boah, das ist ja gefährlich, wo ich sage, aber ich stand nicht im Gefecht. Aber von dem, was ich lese von den Kameraden, die das waren, nicht nur der Deutschen, das sind Momente von einer enormen Klarheit, einer Eindeutigkeit, die wichtig ist, um die eigene Identität auszuprägen. Und diese Menschen kommen zurück in eine Gesellschaft, die ihnen diese Eindeutigkeit nicht bieten kann, die nämlich von Vielfalt lebt. Es gibt ein Zitat eines amerikanischen Soldaten. When I was in Afghanistan, I've been told I could be anything once I got back. And now I'm back and the only thing I want to be is a fucking civilian and I cannot. Und wenn ich über Kommunikation spreche, dann meine ich nicht, dass man da einen Blog vollschreibt, dass man das lesen muss, sondern ich meine den gemeinsamen gesellschaftlichen Diskurs, der eine notwendige Voraussetzung ist, damit wir auch mit den Soldaten, die nicht mehr im Einsatz sind, die integrieren können. Denn wenn wir von Armee sprechen, wir sprechen nicht von denen, die gerade aktuell dienen. Wir sprechen von allen, die mal gedient haben und die auch in Zukunft dienen werden. Und wenn wir die Fragestellung haben, quo vadis, dann ist die Fragestellung sozusagen, wie kann ich Soldatinnen und Soldaten, Feldwebel, Offiziere dazu befähigen, sich zu Autoren, Autorinnen ihrer Geschichte zu machen und damit als Teil eines gesellschaftlichen Diskurses zu machen. Und der hat begonnen, Sie haben Marco Seliger von Loyal erwähnt, der regelmäßig für die FAZ schreibt. Ein anderer Redakteur der Loyal, der Lorenz Hemmecker, ist dort jetzt auch in der FAZ, der sich mit diesen, wir haben quasi keine Erzählstrategien. Wir haben in Deutschland sozusagen, wir sind nicht Teil der Popkultur. Wir haben kein Magazin, in dem ein Porträt wie The Runaway General im Rolling Stone erscheinen würde, über das dann McChrystal zwar gestolpert ist, der aber sozusagen Teil der öffentlichen Debatte war. Und es wird noch 10, 20, 30 Jahre dauern, bis das soweit ist.
Aber das, was Sie hier machen, die ihr darüber sprecht, die ihr darüber schreibt, das sind wesentliche Beiträge, um diesen Diskurs zu entwickeln. Und das geht quasi in Anführungsstrichen gegen die Politik oder sozusagen abseits von der Politik. Und wir können nicht erwarten, dass die Politik dann auf einmal sagt, hey, wunderbar, damit kann ich ja Wahlen gewinnen, weil das wird sie nicht können. Aber das Publikum wächst, ist es aber nicht so groß, als dass man das jetzt blitzartig alles erreicht. Und das ist ein langwieriger Prozess. Und da kann ich nur jeden ermutigen, daran teilzuhaben. Und was ich vorhin schon sagte, aufpassen, dass wir uns da nicht gegenseitig zerlegen. Dahingehend, meine Einsatzerfahrung ist aber wertvoller als deine. Ich möchte kurz eine Anmerkung dazu machen, dass es natürlich einerseits sehr wichtig ist, den Afghanistan-Einsatz zum Beispiel oder auch die letzten Einsätze auszuwerten und aufzuarbeiten aus der Sicht, wie zum Beispiel die Organisation war, wie sie schiefgelaufen ist, wie solche Einsätze geführt werden. Aber ich finde es auch wichtig, darauf hinzuweisen, wie die gefühlte Aufarbeitung solcher Einsätze ist. Und damit meine ich nicht die Anerkennung zum Beispiel, die alle haben wollen, sondern dass es meiner persönlichen Meinung nach als Mitglied der Mannschafterlaufbahn keine gemeinsame Identität in der Bundeswehr gibt. Es gibt diesen großartigen Slogan, den ich fantastisch finde, wir.dienen.deutschland, aber es wird meiner Meinung nach und nach meiner Erfahrung wenig getan, um uns vor allen Dingen am unteren Ende der Nahrungskette begreiflich zu machen und greifbar zu machen, was bedeutet das eigentlich? Es gibt diese Identität nicht. Und wenn ich mich im Einsatz befinde und ich selber habe die verdammte Angst kennengelernt, wenn ich im Gefecht stehe und nicht mehr weiß, was ich tun soll, weil ich so eine Angst habe, dann gibt es nur noch wenige Dinge, die mich irgendwie am Weitermachen halten. Und ich brauche zum Beispiel Vorgesetzte, auf die ich mich verlassen muss. Ja, da gehören dann solche Begriffe wie Stolz dazu zum Beispiel oder Kameradschaft. Aber es wird zu wenig getan, um das zu verankern. Kleines Beispiel. Es wurde von Ihnen vorhin angesprochen, die Generalität ist mehr so vom Gefühl her ein Apparat der Verwaltung und Menschen, die halt dem Ministerium irgendwie zuarbeiten. Das möchte ich jetzt völlig wertfrei einfach nur wiedergeben. Es geht darum, dass Soldaten, junge gerade Soldaten wie ich, Mannschafter, auch etwas brauchen, zu dem sie aufschauen können. Ein Offizier, dem sie vertrauen können. Und kleines Beispiel aus der Praxis, ich war 5,5 Jahre Soldat, in 2 verschiedenen Kasernen, in 4 verschiedenen Kompanien und jedes Mal, wenn ich Wache hatte und die Flaggenparade anstand, jeder Soldat das Ganze wie der Teufel das Weihwasser gefürchtet hat. Jeder sagte, ich gehe lieber auf Patrouille oder ich gehe auf Streife oder ich hatte gerade irgendwas. Kein Mensch wollte diese Aufgabe machen. Das war eine unangenehme Aufgabe. Das ist die Fahne, die wir alle auf den Schultern tragen, für die wir diesen Eid geschworen haben. Ja, wir befinden uns hier in einem wunderschönen Saal, in einem Offizierscasino. Hier gibt es nichts, was an der Wand irgendwie an diesen Beruf, an diese Bundeswehr erinnern könnte. Also ich meine jetzt nicht, hier muss alles mit Devotionalien vollgestopft werden, das meine ich damit nicht. Aber was ich damit sagen will, es gibt diese Identität nicht, vor allen Dingen nicht bei den unteren Dienstgradgruppen, die sich dann denken, ja, warum mache ich das Ganze hier eigentlich im Einsatz? Kameraden, die gesagt haben, ja, für den links neben mir, für den Kamerad bin ich hier so und von sonst weiß ich nichts von einem höheren Zweck, von einem höheren Ziel. Ja, das ist natürlich heutzutage sehr, sehr schwer in der Gesellschaft zu verankern, so etwas. Aber genau das brauchen Soldaten, wenn sie nämlich in diese existenziellen Situationen kommen, dann, wenn nämlich dieser Eid eingefordert wird. Wir haben bei diesem Beruf das riesige Problem, meiner Meinung nach, dass 99% der Zeit das nicht eingefordert wird und man sich ständig rechtfertigen muss, warum macht man das eigentlich? Nicht nur vor sich selbst, vor dem zivilen Umfeld, auch vor den Kameraden und so weiter. In 1% der Zeit wird das eingefordert, was man gelernt hat, worauf man geschworen hat und so weiter. Und in dieser Zeit ist es der schlimmste Beruf, den es überhaupt gibt, meiner Meinung nach. Ja, aber die restlichen 99% bin ich immer nur am Rechtfertigen, nur am Erklären, auch vor mir selbst. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass ich jemanden habe, zu dem ich hochgucken kann, der mir das vorgibt. Und da muss ich sagen, man kann von ihm halten, was man will, der Verteidigungsminister zu Gutenberg, dadurch einfach nur dieses Wort ausgesprochen zu haben, Krieg, ja, das war ein unfassbarer Schritt, ein vertrauensschaffender Schritt für uns, gerade am unteren Ende der Nahrungskette. Und da ist halt gerade meiner Meinung nach die Generalität gefordert, nicht nur Verwalter zu sein, sondern die Fürsorge auch für die Soldaten unter ihnen auszuüben, indem sie diesen Stolz oder diesen Gedanken, diesen Funken fördern. Wir.dienen.deutschland zum Beispiel. Herr Stabshöhl. Da möchte ich ganz kurz was dazu sagen, weil ich da auch ein bisschen unterschiedlich denke, ja? Oder anders denke, als Sie das tun. Ihren Eid haben Sie im Prinzip dann erfüllt, wenn Sie in den Flieger gestiegen sind und nach Afghanistan geflogen sind. Tatsächlich ist es ja so, dass wenn es zu dieser existenziellen Situation kommt, wo Sie im Dreck liegen und aus Angst nicht mehr weiterkommen, ja,
dann ist das Letzte, woran Sie denken, Deutschland. Ja, da brauchen wir uns nichts vormachen, sondern da gehen Sie weiter, weil hier im täglichen Dienst ja eine Gemeinschaft geformt worden ist, die Sie weitergehen lässt, für die Sie dann letztendlich weitergehen und weiterkämpfen. Das heißt, die Frage, Deutschland zu dienen, stellt sich nicht in der Situation, sondern lange bevor. Ja. Und wenn Sie die Gangway hochgehen zum Flieger, dann haben Sie Ihren Eid erfüllt. So sehe ich das. Weitere Anmerkungen aus dem Plenum? Herr Meissner? Mein Name ist Meissner. Ich bin Althistoriker und beschäftige mich deswegen mit Gesellschaften, in denen das eminent Politische des Soldatenberufes in der Regel in der Tatsache lag, dass dieser Beruf von Politen, von Bürgern, also von jedermann ausgeübt wurde oder ausgeübt werden konnte, musste, ihm nicht entgangen werden konnte. Also im Grunde genommen, Systeme bestanden so ähnlich wie unsere Wehrpflichtarmee, die wir vor wenigen Jahren nicht abgeschafft, sondern ausgesetzt haben. Und ein Teil der Anfragen des Buches lese ich auch als Anfragen daran, was denn nun die Identität eines Soldaten ausmacht, der nicht mehr als Staatsbürgersoldat ist, sondern als etwas ganz anderes. Und ein Teil der Irritation von Dr. Naumann scheint mir damit zu tun zu haben, dass die jungen Leute natürlich diese Anfragen gleichsam als uns als den Spiegel vorhalten, mit unserer Inkonsequenz, unserer Heuchelei, mit der wir ihnen Antworten auf Fragen, die Sie noch gar nicht gestellt hatten, geben, die aber gar nicht als die passenden erscheinen. Sie haben uns Ihre Erfahrungen dort vorgetragen, zum Teil natürlich ohne Erfahrungen, die Sie noch gar nicht gemacht haben können, aber im Begriffe Erfahrungen zu machen, die wir von Ihnen verlangen und zum Teil gar nicht mit so guten Gründen eigentlich verlangen. Insofern scheint mir das, was heute Abend hier passiert und scheint mir dieses Buch im Grunde ein eminent politisches Unternehmen selber zu sein. Hier wird die Frage nach der soldatischen Identität gestellt, und der Auftakt zu einer Diskussion gegeben, die wahrscheinlich ihren besten Rahmen hier gerade in einer Universität der Bundeswehr hat. Und ich glaube, das ist also auch ein Grund, zwar unter Umständen skeptisch, aber nicht ganz ohne Zuversicht, dem Fortgang dieser Diskussion dann zu folgen. Also ich erwarte eigentlich, dass das Politische des Soldatenberufes sich auch schon darin zeigt, dass man darüber als Bürger diskutiert. Und darin unterscheidet er sich in vielem auch von anderen Berufen nicht. Ich möchte vielleicht ein bisschen jetzt Wasser in den Wein gießen, was die Anerkennung der Soldaten anbetrifft. Viele der wissenschaftlichen Mitarbeiter, die hier an der Universität vor den Soldaten stehen, sind in der Regel in viel prekäreren, viel schlechter besoldeten Beschäftigungsverhältnissen als ihre Studenten selber. Und das ist auch die Besoldung und die Wertschätzung, die in einem Dienstverhältnis zum Ausdruck kommt, ist natürlich auch ein Ausdruck für Anerkennung oder auch das Ausbleiben von Anerkennung. Mangel an Anerkennung ist etwas, was viele im Rahmen der Öffentlichkeit diskutieren, viele Berufe, viele Berufsstände, worum gekämpft, gerungen und auch diskutiert und konkurriert wird. Also gewissermaßen aus der Sicht